Hallo, grüße Sie, Paraguay Live, ich bin der Pitt. Heute sprechen wir über Details, die zum Grundstückskauf gehören. Es kommen viele Anfragen an uns, wie die genauen Schritte sind, wie sollte man vorgehen. Deshalb, falls Sie es wissen wollen, bleiben Sie einfach dran und schauen Sie sich das Video. Okay, bis dann. Also fangen wir vielleicht mit dem großen Faktor, was Sicherheit angeht. Sicherheit. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Was uns angeht, beziehungsweise mich, ich war fast 20 Jahre tätig in der Immobilienbranche in Deutschland und wir sind schon 15 Jahre in Paraguay. Unter anderem natürlich auch in der Immobilienbranche. Also von daher Transparenz und Präsenz. Sehr, sehr wichtig. Viele von Ihnen haben ja auch gefragt, wie groß genau sind die Grundstücke. Also sieht so aus, dass wir aufgrund von niedrigeren Kosten haben wir entschlossen, die Grundstücksgrößen bei 500 Quadratmeter grundsätzlich zu halten. Das heißt, also Sie können erwerben 500 Quadratmeter, 1000 Quadratmeter, 1500, 2000 Quadratmeter, jeweils 500 Quadratmeter. Das natürlich darum, dass die Vermessungskosten, ja, die Teilungskosten natürlich viel, viel geringer sein werden. Also kein Problem, ab 500 Quadratmeter können Sie die Grundstücke erwerben. Ja, das habe ich auch in einem anderen früheren Video erwähnt, da werde ich euch da oben zum Schluss des Videos halt einen Link geben bzw. das Video anzeigen lassen, okay? Die nächsten Fragen betreffen halt, wie geht man genau vor? Ja, das heißt also, Sie möchten das Grundstück erwerben und was tue ich dann? Ja, also Sie haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, Sie kommen hierher zu uns nach Paraguay. Es gibt mittlerweile gute Verbindungen, direkte Verbindungen ab Madrid. Also ab Madrid geht ein Flieger, der Air Europe, direkt nach Asunción. Und Sie fliegen nach Madrid und von Madrid halt direkt nach Asunción, also zu der Hauptstadt Paraguays. Die zweite Möglichkeit ist, dass Sie auch über Sao Paulo fliegen. Das heißt also Frankfurt zum Beispiel, Sao Paulo und Sao Paulo, Asunción. Es gibt auch diese Möglichkeit halt. Man muss ja auch ein- oder zweimal umsteigen. Und die nächste Möglichkeit ist, dass Sie überhaupt nicht zu uns kommen müssen. Aber da komme ich ja gleich zu dem zweiten Punkt. Wir fangen halt mit dem ersten Punkt an, okay? Also zum ersten Punkt, Sie kommen halt zu uns direkt nach Paraguay von Asunción. Falls Sie sich wünschen, werden Sie halt abgeholt. Kommen Sie zu uns, schauen sich die Grundstücke an, wählen Sie das richtige Grundstück und die richtige Größe für Sie. Ja, es gibt nämlich verschiedene Lagen und verschiedene Preise. Schauen Sie sich die Grundstücke persönlich an. Wir bereiten den Notarvertrag vor. Und Sie unterschreiben den Vertrag und beim Vertrag, also beim Notar, ist die Summe in Cash fällig. Das ist die erste Möglichkeit. Sie müssen grundsätzlich keine Anzahlung leisten, es sei es, Sie möchten gerne das konkrete Grundstück haben. Deshalb können Sie gerne 10% Anzahlung leisten für 30 Tage, während wir das Grundstück die Sie reservieren, dann kommen Sie zu uns und erwerben das Grundstück direkt. Ja. Was den Notarvertrag angeht, viele fragen uns natürlich auch, ja gut, aber in Paraguay spricht man Spanisch, man kann halt kein Spanisch, also kann ich so überhaupt den Vertrag nicht verstehen. Gut, es gibt natürlich auch dazu eine Lösung, und zwar, falls Sie sich den Vertrag in Deutsch wünschen oder in anderen Sprachen, auch in Polnisch, Englisch und andere Sprache. Es gibt natürlich Dolmetscher, Übersetzungs,
Möglichkeiten direkt vor Ort bzw. in Asunción. Also man kann natürlich den Vertrag übersetzen lassen, was natürlich extra Geld kostet, aber das sind keine Riesensummen und man unterschreibt praktisch zwei Exemplare, einmal in Spanisch, was bindend ist, und dann natürlich auch in Deutsch, was für Sie natürlich auch gewisse Sicherheit gibt. Ja, also gar kein Problem in der Hinsicht. Ich wollte mal gerade, den anderen Punkt nochmal ansprechen. Es gibt natürlich auch viele Anfragen von Investoren. Das heißt also, sie wollen gar nicht mal für dann geringe Summen, ja, wie 10.000, 15.000 Euro halt nach Paraguay kommen und ich sage mal Woche oder zwei Wochen hier verbringen, um sich die Grundstücke anzuschauen. Deshalb, da gibt es natürlich auch eine Lösung. Ja. Also, sie geben uns eine Vollmacht und wir können für Sie ganz legal zum Notar gehen und das Grundstück direkt für Sie erwerben. Überhaupt gar kein Problem. Es dauert ungefähr 2-3 Monate, bis das Grundstück auf Sie offiziell umgeschrieben wird. Und das wird natürlich der Eigentumstitel zu Ihnen geschickt, beziehungsweise, falls Sie sich wünschen, beim Notar direkt hinterlassen. Also auch gar kein Problem, weil wenn man sich überlegt, dass, sagen wir mal, der Flug kostet auch so 1.000, 1.500 Euro, wenn nicht mehr, hin und zurück, Sie verplempert Ihre Zeit. Deshalb, es gab schon Anfragen, wo Sie gesagt haben, okay, also die 15.000 investiere ich blind. Wir drehen immer wieder neue Videos zu den Grundstücken, also es ist nicht zu verbergen, Sie haben ganz normale, legale Abwicklung hier in Paraguay, also keine Sorge. Es gab noch Fragen bezüglich der Bebauung der Grundstücke, beziehungsweise ob man, falls man das Grundstück erworben hat, direkt bebauen muss. Nein, 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 also Sie müssen nicht die Grundstücke bebauen. Sie können die Grundstücke bebauen, aber Sie müssen die Grundstücke bebauen. Das heißt, falls Sie als Investor auftreten, kaufen Sie das Grundstück, lassen liegen und verkaufen irgendwo in 10 Jahren wieder unbebaut. Kein Problem, aber die Bebauungsmöglichkeiten bzw. der Bebauungsplan ist gegeben und gültig. Also Sie können jederzeit die Grundstücke oder das Grundstück bebauen lassen, ohne Problem. Falls Sie sich fragen, was hier neben mir hängt, da sind ja halt die reifen Mangos. Fast. Es fehlt noch ein bisschen. Ja? Ich hoffe, ich habe Ihnen mit diesen Fragen etwas weitergeholfen, viele Fragen auch direkt beantwortet. Falls Sie weitere Fragen haben bzw. sich eine Grundstücksbesichtigung wünschen, rufen Sie uns einfach an. Ich verlinke Ihnen unten, wie gesagt, unsere E-Mail-Adresse als auch unsere Telefonnummer, wo Sie mich direkt kontaktieren können. Ja, also abonnieren Sie diesen Kanal, falls Ihnen gefallen hat, um keine Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns vielleicht schon bald in Paraguay. Also Sonne pur haben wir. Wir haben jetzt November, Mitte November, schöne Temperaturen, gut über 30 Grad. Und wie gesagt, die Grundstücke und die Natur vor allem, jetzt bin ich nicht wichtig, schauen Sie sich das an. So, hoppala, ich gehe noch ein bisschen ins Wasser. So, jetzt ist besser. Also, in diesem Sinne, machen Sie es gut.